Sie haben überhaupt keine Ahnung. Ich versuche ja, die Verantwortung zu tragen. Und ich habe ein bisschen mehr im Auge zu behalten als nur Ihre Provision. Aber das ist Ihnen ja egal. Hauptsache, ich spucke hier rechtzeitig die Prämien aus. Ist es vielleicht nicht bescheuert, wenn Sie mich 3 Wochen warten lassen, so eine Tussi wie Sie? Herr Peters, halten Sie sich an die Spielregeln. Keine Beleidigungen. Er hält sich doch nie an irgendetwas. Weil ich mit dieser Kuh nicht arbeiten kann. Das führt doch zu nichts. Halten Sie sich an die Regeln. Ich pfeife drauf. Ich bin der beste Verkäufer in diesem Laden. Ich habe den psychologischen Firlefanz nicht nötig. Ihre Umsatzzahlen sind rückläufig. Weil diese Kuh im Innendienst mit der Ware nicht rechtzeitig rauskommt. Haben Sie eigentlich die Schuld schon mal bei sich gesucht, statt immer nur außen? Und ich bin also eine frustrierte Manze wie die hier. Herr Peters, denken Sie, wir könnten noch mal von vorne anfangen? Jeder darf ausreden, hört dem anderen aufmerksam zu. Beleidigungen sind tabu. Diese Tante ist total inkompetent. Die ist nicht imstande, den Lieferschein korrekt auszufüllen. Und wenn man ihr das sagt, dann heult sie bloß. Vielleicht hat sie einfach keine Lust, ihren Lieferschein auszufüllen. Junge, du bist schon da. Ich wusste ja gar nicht, dass Professor Wollenberg dich schon entlassen hat. Ja, ist ja auch nur für 2 Nächte. Wie nur für 2 Nächte? Ja, Papa, kommst du mal? Und ich fahre morgen zu Tante Amelie, die hat Geburtstag. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das doch alles ganz anders geplant. Warum sagt mir nie einer Bescheid? Jetzt mach doch nicht so ein Theater, Helga. Wir kommen auch ohne dich zurecht. Stimmt's? Ja. Papa. Komm, mein Schätzchen. Wir gehen mal raus. Du weißt ja, wenn deine Mutter sich was vorgenommen hat, kann nichts und niemand sie aufhalten. Auf, ich. Schön, dass du gleich zu uns gekommen bist. Ich bin nicht gleich zu euch gekommen. Ich war in Hamburg. Bei deinem Anwalt. Worauf willst du hinaus? Er hat mir erzählt, was du vorhast. Er hat mir alles erzählt. Du bist erwachsen. Warum lebst du nicht endlich dein Leben? Hab doch für alles gesorgt. Ja. Du willst mich nicht verstehen. Doch, ich verstehe dich ja. Aber es wäre schön, wenn du mich auch verstehen würdest. Aber weiß Professor Wollenberg, dass du hier bist? Hallo, Mama. Hallo. Mein Seminar heute war die absolute Katastrophe. Der Kerl hat überhaupt nichts begriffen. Ich überlege, ob ich die Frau noch mal anrufen soll. Du hast ein Helfersyndrom, vergiss es. Schade, dass du nicht bis März gewartet hast mit deinem Urlaub, dann hätte ich auch frei gehabt. Da fangen die neuen Seminare an. Der Dezember lief so schlecht, da konnte ich der Gruppe nicht mehr absagen. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich, ich muss ein paar Dinge klären. Irgendwie geht's bei mir nicht weiter. Warum fährst du nicht mal woanders hin, wo es wärmer ist? Immer nur diese öde Insel. Mensch, sei doch froh, dass du da weg bist. Da hast du doch schon als Kind gelitten. Kommst du ohne mich zurecht? Muss ich doch immer.
nichts. Hey, Reini. Hey, Marc. Ein Bier bitte. Hey, Alter. Dachte, du bist in Hamburg. Bin ich eben hier. Boah, stinkst du nach Fisch. Hä? Zieh dich mal um nach der Arbeit. Boah, du stinkst nach Fisch, ey. Hey, du kleiner Kopfwichser. Du hältst mal für was Besseres. Da. Wasch dich mal. Lass ihn los, Alex! Hey, lass ihn, Alex! Verschwendet! Mach das draußen aus! Halt's Maul! Raus hier! Alles klar bei dir? Hör auf! Los, komm mit! Die Zeche kann er lange warten. Na los, Reini, komm schon! Los, lass uns was zu saufen holen. Was wollen wir denn hier? Lass mal abhauen, oder? Was würdet ihr sagen, wenn Luisa ein Verhältnis hat? Wieso nicht? Sieht doch noch ganz gut aus für ihr Alter. Ich hab's letztes Jahr mal bei ihr probiert, bei Klaasens Hochzeit. Da hatte euer Vater aber mehr Glück. Was jetzt mit dem Geld? Wenn du mir die Kohle nicht bald gibst, zeig mich mein Chef bei meinem Alten an. Am Monatsende merkt er doch, dass ich die Kohle für den Lachs eingesteckt habe. Ja, scheiße. Komm, lass mal gehen. Halt's Maul, Reini. Setz dich da hin. Kapierst du nicht, Marc? Ich brauch die Kohle, sonst bin ich dran. Komm, trink. Alex, komm. Hör auf zu heulen, Reini. Trink lieber einen Schluck, das tut dir gut. Mhm. Kräftig, ja. Ganz tief, ganz tief. Hast du ein paar von den Glücksbringern? Die schrecklichsten Dinge sind oft die schönsten. Also für euren Vater war es sicher schön, Luisa zu bumsen, wenn dessen eure Mutter schwanger war. Was haltet ihr davon, absolut frei zu sein? Was tun, was ihr noch nie getan habt? Ja, ich will endlich abhauen von hier. Bevor ich stinke wie so ein alter Fischkopf. So wie unser Alter. Du verstehst mich nicht. Ich meine die totale Aufgabe der Kontrolle über dich selbst. Was springt für uns dabei raus?
So viel hast du noch nie gesehen. Mehr als dein Alter jemals nach Haus gebracht hat. Deine Tochter auch, Frau Doktor? Kai studiert seit letztem Sommer. Ich bin alleine hier. Ganz alleine? Viel zum Lesen dabei. Jeder kriegt sie in der Depression um die Jahreszeit. Sogar ich. Ja, ja. Wir können gerne mal darüber reden. Alles? Mhm. 154. Soll ich's anschreiben? Wenn ich was brauche, kann ich dich anrufen. Dir würde ich sogar vorbeibringen. Rufst du mir ein Taxi? Wenn der Klaasen das Telefon hört um die Jahreszeit, wird mich das wundern. Tag, Luisa. Tag, Robert. Komm, ich fahr dich nach Hause. Luisa, das mit Klaasen, das wird nix. Wenn Klaasen das Telefon gehört hätte, würde mich das wundern. Robert. Du wirst doch nicht zu Fuß gehen. Also, bis dann. Ich kann damit reinkommen, wenn du willst. Ist wohl nicht viel los um diese Jahreszeit bei euch auf dem Revier. Nee, ist ziemlich ruhig. Tschüss. Bei dir im Haus alles in Ordnung? Ja, es ist alles in Ordnung, danke. Wir sehen uns. Robert, bei mir wurde eingebrochen. Ja, habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Moment mal, Robert, vergiss es. Ich habe mich getäuscht. Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Ist schon gut so. Danke.
mein Liebling. Kiwi, komm. Komm, Kiwi. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Komm, Kiwi. Kiwi. Komm. Kiwi, komm. Kiwi. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Er muss runtergestürzt sein. Die Treppe ist so glatt. Komm, ruh dich schön aus. Versuchen Sie ein bisschen zu schlafen. Wir kümmern uns um den armen Kiwi. Wir vergraben ihn. Der Boden ist gefroren. Aber hier kann er nicht bleiben. Wir gehen zu ihm. Was? Ja, haben Sie eine Plastiktüte, eine große? Ja. Du bist jetzt jeden Tag beim Sport. Kann sie nicht einmal zu Hause bleiben. Warum rufst du sie nicht an? Wir könnten was zusammen machen. Alle. Brich dir keinen ab, Robert. Und mach, was ich will. Ihr braucht mir nichts übrig lassen. Tschüss. Du weißt genau, was sie meint. Halt die Klappe. Ruhe sanft. Sobald es draußen taut, muss er unter die Erde. Entschuldige. Wer ist denn da? Oh, entschuldigen Sie, ich da. Was? Nein, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie dazu fähig wäre. Ja, da habe ich mich offensichtlich getäuscht. Aber ich hatte einfach nicht den Eindruck. Gut. Ja, vielen Dank, dass Sie mich benachrichtigt haben. Wieder. Soll ich uns Tee machen? Nein, es tut mir leid, aber ich glaube, ich will jetzt lieber alleine sein. Nein, das willst du nicht wirklich. Darf ich nur sagen, wie früher? Eine Klientin von mir hat einen Selbstmordversuch gemacht. Sie wird überleben, aber ich habe ihre Situation falsch eingeschätzt. Kannst du einen Menschen immer ganz genau einschätzen? Als Psychologin sollte ich es zumindest versuchen. Sie hatte Ärger mit einem Kollegen vom Außendienst, er hat sie schlecht behandelt. Und sie konnte sich offensichtlich nicht wehren. Bin überarbeitet. Und allein. Du kennst dich gut aus bei mir. Bei so einer engen Nachbarschaft bleibt wahrscheinlich gar nichts verborgen, was? Robert, bist du's? Luisa, ich bin's, mach bitte wach auf. Sie sind tot. Beide. Was ist los, Marc? Was ist passiert? Wer ist tot? Wer ist tot?
Herr Doktor, bitte bleiben Sie draußen. Wegen der Spuren. Bleib draußen, Luisa, bitte. Die Kollegen aus Hamburg müssen jeden Moment da sein. Mir wird gleich übel hier. Der Junge hat sie gefunden. Aber kann ich selbst bei uns anrufen? In diesem Haus steht mindestens in jedem Zimmer ein Apparat. Vielleicht haben sie noch gelebt, als er sie gefunden hat. Hat er was gesagt? Lass ihm noch Zeit. So ein Schlachtfest gab es auf der ganzen Insel noch nicht. Ja. Denkst du, ich habe sowas schon mal gesehen? Es tut mir leid für deinen Urlaub. Ich komme nachher zu dir rüber. Ich muss dich vernehmen, du bist ja vielleicht eine Zeugin. Du wohnst direkt daneben, hast du was gehört? Lass mich zu dir kommen, Luisa. Bitte. Es tut mir leid, Marc. Sehr leid, das darfst du mir glauben. Kommst du mit zu uns nach Hause? Ich schlaf bei Luisa. Morgen früh auf dem Revier. Gut, dass die auch schon da sind. Willst du was zum Schlafen? Soll ich einen Arzt holen? Hast du noch Whisky? Wie geht's denn Kai? Gut. Sie studiert Kunstgeschichte. Zwei Frauen ganz allein. Muss ziemlich schwer sein für Kai so. Ohne Vater. Nur mit dir. Wollen wir nicht über dich reden? Vielleicht hat sie ihn ja doch vermisst. Marc, ich verstehe natürlich, dass du durcheinander bist, aber das geht dich einfach nichts an. Wenn du willst, dann können wir über deine Eltern reden. Naja. Hab ich fast vergessen. Die Psychologin. Vielleicht hätte auch Kai nie verwunden, dass dein Mann sich nicht mehr um sie gesorgt hat, nachdem er dich verlassen hat. Oder vielleicht hast du sie auch falsch eingeschätzt, so wie deine Patientin neulich. Es tut mir so leid mit deinen Eltern. Ich richte dir alles her. Du kannst auf dem Sofa schlafen. Ich bin Kommissar Hutter aus Hamburg. Mein Kollege Engelke. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Wo waren Sie gestern Abend? Ich habe Billard gespielt mit Alex und Reini. Meine Söhne. Wo und wie lange?
In der alten Mühle. Mein Vater hat mir die gekauft. Also, hatte mir sie gekauft. So ungefähr bis um 11 oder um 11:30. Genauer? 11:30. Alex und Reini sind dann abgehauen und ich bin noch ein bisschen rumgefahren. Vielleicht eine Stunde. Ich kann nicht richtig schlafen. Was für ein Verhältnis hatten Sie zu Ihren Eltern? Ein schlechtes. Mir gehört das Haus neben der Villa. Ja, Dr. Luisa Büchner. Luisa Büchner gehört das Haus daneben, Ihr Elternhaus. Was war eigentlich mit dem Einbruch bei dir, als du weg warst? Nichts. Wir schicken die Spurensicherung, wenn wir in der Villa fertig sind. Vielleicht waren es ja dieselben. Ich habe schon alles geputzt und aufgeräumt. Heute Abend kontrollieren wir alle Autos. Ich habe schon mitbekommen, dass du nicht gut auf mich zu sprechen bist. Was ist los? Ich will nicht mehr. Warum verstehst du das nicht? Ich weiß, wir sind so unterschiedlich. Das sagst du jedes Jahr. Aber diesmal meine ich es auch so. Für dich ist das alles total selbstverständlich. Ich komme einmal im Jahr hierher und alles ist beim Alten. Es ist immer das Gleiche. Soll ich mich von meiner Frau trennen? Nicht wegen mir. Ich liebe dich, Luisa. Es ist bloß, du musstest ja damals eine andere heiraten. Und das ist auch gut so. Was ist da drüben gestern Nacht passiert? War jemand in deinem Haus oder nicht? Marc mit deinen Söhnen. Sie haben bloß meinen Whisky ausgetrunken. Es scheint sich um Raubmord zu handeln. Hecker Stettner war schon im Bett. Ich weiß. Ich hatte ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Ihr Hund ist verunglückt. Richard Stettner hat gelesen, als sie kamen. Die Einbrecher wussten, dass jemand im Haus ist. Das hat sie aber nicht gestört. Richard war Vorstand in einer großen Hamburger Bank. Das Geld zu vermuten. Luisa. Warum dieses Jahr? Lass uns nächstes Jahr damit aufhören. Mit uns. Oder gar nicht. Du wirst vielleicht nerven. Was willst du hier? Du stinkst nach Fisch. Ihr habt doch gleich Mittag. Wir treffen uns bei mir zu Hause. Ich geh da nicht nochmal hin. Sag deinem Bruder Bescheid. Wir sind soweit, Sie können wieder rein. Ich würde allerdings warten, bis mal jemand von der Reinigungsfirma kommt. Wiedersehen. Guten Tag, Professor Wollenberg, Psychiatrische Klinik. Ich bin auf der Suche nach Marc. Marc, wenn du da bist, melde dich bitte. Schon vergessen, wir hatten eine Vereinbarung getroffen. Komm wieder zu deinen Stunden. Es ist wirklich wichtig für dich, dass wir weitermachen. Tschüss. Marc? Ich kümmere mich darum, dass es jemand wegmacht. Alex und Reini helfen mir. Es kann sein, dass man dich verdächtigt. Warum? Weil meine Eltern Geborgenheit mit Geld gleichgesetzt haben? Weil ich immer alles bekommen habe, was ich wollte? Warum sollen die mich verdächtigen? Ich meine, ich habe ein eigenes Konto, da ist so viel Geld drauf, das kann ich in 10 Jahren nicht ausgeben. Und ich muss mich ums Grab kümmern, Särge und Gestecke, Kerzen. Aber du hast sie nicht gehasst. Bist du dir sicher, Frau Psychologin? Kommt rein!
Ich habe Luisa gesagt, dass sie mir helfen wollt hier bei der Sauerei. Was soll denn das? Ich hol schon mal einmal Lappen. Gummihandschuhe müssten eigentlich auch da sein. Tag. Ich helfe euch. Ihr könnt sie doch nicht allein putzen lassen. Machen. Was habt ihr gemacht? So war das nicht geplant. So nicht. Ich halte es nicht durch. Ihr habt sie abgeschlachtet. Ja, aber du hast doch gesagt, ich habe meine Maske verloren. Dein Vater hat mich erkannt. Du bist ein Versager, ein totaler Versager bist du. Lass ihn in Ruhe. Der hält das nicht durch. Ihr habt das eben nicht drauf. Und du reißt dich zusammen! Ruf mich dringend an, ich muss dich sprechen. Störe ich? Nein, du störst nicht. Du wolltest doch wissen, was drüben los war gestern Nacht. Ich weiß nicht. Das muss jemand von hier gewesen sein. Kein Fremder hat heute die Insel verlassen. Bei dem Scheißwetter sind keine Touristen hier. Außer mir. Und ich hau auch am besten gleich wieder ab. Mark hat eine Liste vorbeigebracht, was alles fehlt. Videorekorder, Videokamera, Schmuck und 5000 Mark. Wahrscheinlich mehr. Mark und deine Jungs sind befreundet, das wusste ich gar nicht. Noch nicht lange, vielleicht ein Jahr. Luisa, warum lässt du uns nicht das machen, was wir immer gemacht haben? Ist das besser, du gehst jetzt? Dann lass mich wenigstens ein bisschen bei dir sitzen, das hat mich ganz schön mitgenommen. Mark hat an dem Abend Billard mit Alex und Reini gespielt, das stimmt. Und danach ist er rumgefahren. Das ist nicht gerade ein Alibi. Aber es sieht doch nicht gerade nach keinem aus. Das stimmt nicht mit dem Jungen. Was meinst du? Vielleicht gefällt mir einfach nicht, dass er mit meinen Jungs befreundet ist. Hast du die Kohle? Ah ja, auf. Komm, spiel mit. Sag mal, spinnst du oder was? Gib mir noch Zeit mit dem Geld. Die hab ich aber nicht! Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Du hast wohl nicht gehört, was ich gesagt habe. Lass uns in Ruhe sprechen. Fahr schon mal nach Hause. Los! Abend. Würden Sie bitte aussteigen? Fahrzeugpapiere, Führerschein bitte. Ja, ist schon okay.
Schwing deinen Arsch schon raus, Reini. Reine Routine, Junge. Sie sind ja betrunken. Ist er nicht. Das ist Reini, der Sohn von meinem Kollegen. Herr Kommissar? Was soll das hier werden? Wegen dem Gemetzel bei den Städtners. Was ist das? Geschenk für deinen Alten? Das gehört mir nicht. Wem dann? Los, hinterher! Reini! Was soll denn das? Hans, was ist denn los? Reini, ist der besoffen oder auf Drogen oder was? Lauf ihm nach. Das weiß ich auch selber. Ich weiß ja, dass es mit uns keine Zukunft hat. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich hätte es einfach richtig anpacken sollen. Ich hätte damals mit dir weggehen sollen von der Insel. Stattdessen hast du geheiratet. Und du wärst doch nie bei mir geblieben, oder? Du warst gerade mal ein paar Wochen weg von ihr. Da hast du schon deinen Mann kennengelernt. Und dann hast du gleich Kai bekommen. Das war doch das Beste, so, oder? Du weißt immer, was am besten für alle ist. Bloß bei mir, da täuschst du dich. Für mich. Ich will, dass es aufhört. Warum machen wir nicht das, was wir immer gemacht haben? Seitdem der Mann dich verlassen hat, kommst du jedes Jahr hierher. Und jedes Jahr fängt es wieder von vorne an. Alles wäre anders gekommen, wenn du nicht weggegangen wärst. Lass sie doch, du Schwein! Es ist alles gut. Na ja, so sah es aber nicht aus. Du hast keine Ahnung, wonach es aussah. Robert, lass ihn in Ruhe. Du gehst jetzt besser nach Hause. Und du auch. Hast du mein Bettzeug noch? Ich schlaf hier auf der Couch. Ich schlaf bei dir, ja? Frühstück. Guten Morgen. Guten Morgen. Woher weißt du eigentlich immer, was gut für dich oder für andere ist? Jeder Mensch braucht einen Menschen, der in seine Seele sehen kann. Und das, was er sieht, liebt. Ein Gefühl aus deiner Kindheit, du bist jetzt erwachsen. Und da ist nicht immer jemand für dich da. Marc, bitte. Spür
Spürst du meine Seele? Es ist doch albern. Mach die Augen zu. Was siehst du jetzt? Viel zu teuer für die Jahreszeit. Grausam, was da passiert ist. Dieser Stettner hat ja die ganze Insel mit Krediten versorgt. Glaubst du, es gab Probleme mit jemandem? Moin. Moin. Was Neues von dem Massaker? Wenn ich sie sagen würde, kann ich es gleich ins Internet tun. Da von Doris, Alex oder Reini holt die Sachen ab. Doris mal wieder krank? Sport ist Mord. Es tut mir leid wegen gestern Abend. Ehrlich. Der Whisky steht jetzt ganz oben wegen der Kinder. Es muss jemand von der Insel gewesen sein. Der Kommissar aus Hamburg denkt an einen Ritualmord. Mark, denkst du? Wenn du glaubst, es ist wegen des Erbes, dann liegst du falsch. Er hat selbst mehr als genug. Wie sieht's mit Drogen aus hier auf der Insel? Liegt dir was an dem Jungen? Eifersüchtig. Immer, wenn es mir gut geht. In meiner Kindheit gab es noch so was wie einen Vogelwart. Da war ich oft auf seiner Hütte, aber viel mehr hatte die Insel ja auch nicht zu bieten. Als Kind dachte ich immer, eine Insel ist da, um jemanden zu isolieren vom Rest der Welt. Eine Insel ist ein Ort, an dem man nur mit sich selber glücklich sein kann. Aber das war ich nicht und als Kind schon gar nicht. Deshalb wollte ich auch immer weg hier. Jetzt treffen sich deine Liebespaare. Hast du das früher auch gemacht? Moin. Kannst du sehen? Guck mal, Kimmelein. Woher haben Sie den Film? Gestern Nacht bei einer Verkehrskontrolle gefunden. Zusammen mit der gestohlenen Kamera und dem Rekorder. Jemand von hier? Das bist du. Hat Ihnen Ihr Kollege noch nichts gesagt? Das ist ich will einkaufen. Süßer. So was Nettes. Guck mal da. Haben wir alles bei Ihrem Sohn Reini hinten im Wagen gefunden. Warum machst du nichts dagegen? Das kann auch jeder ins Auto gelegt haben. Mach dir keine Sorgen, Reini. Der Papa macht das schon. Hast du gehört? Du machst das doch, oder? Kannst du dir eigentlich vorstellen, was da neulich Nacht bei deinen Eltern passiert ist? Ja, das kann ich. Sie konnten bestimmt nicht mal betteln um ihr Leben. Sie haben es wahrscheinlich gar nicht fassen können, was da mit ihnen passiert. Klingt ja, als ob du dabei warst. Für sie gab es das Böse nicht. Sie hatten keine Chance, das zu erkennen. Sie sind gestorben, wie sie gelebt haben. In Unwissenheit. Wenn der Hund nicht verunglückt wäre, wäre meine Mutter noch am Leben. Weißt du eigentlich, dass man bei der Jahreszeit nicht länger als 3 Minuten im Wasser überleben kann? Mark! Mark!
mag. Warum hast du das gemacht? Mir ist so kalt. Kannst du dich zu mir legen? Bitte. Bitte. Jetzt erregt. Ich kann nichts dafür. Das passiert einfach. Nicht weggehen. Bitte, bitte nicht. Kennst du den Griff der Einsamkeit, der sich wie eine Faust in deine Kehle legt? Ich ersticke, wenn du mich allein lässt. Du bist kaum älter als Kai. Was haben deine Eltern mit dir gemacht? Sie haben mich geliebt, so gut sie es konnten. Hast du sie umgebracht? Ich liebe dich, Luisa. Hast du schon versucht? Dreimal. Das letzte Mal war vor einem Monat. Ich bin so der Typ Selbstmörder, der alles so genau plant, dass man ihn garantiert retten wird, sagt mein Therapeut. Du hast deine Eltern geliebt? Sie waren da. Aber auch nicht. Ich war sehr früh selbstständig, also so nannten sie das. Und das war sehr wichtig für sie. Warum bist du zurückgekommen? Warum? Warum kehrt man immer wieder zurück an den Ort, den man eigentlich hasst? Wie ein Gefängnis. Der Verlust dieses Gefängnisses macht einem Angst. Von drinnen geht nichts nach draußen, von draußen nichts nach drinnen. Das ist auch eine Art von Sicherheit. Ja. Dann muss man also irgendwann gewaltsam aus diesem Gefängnis ausbrechen. Ich bin ein Selbstmörder. Und dazu noch ein ganz, ganz feiger, sagt mein Therapeut. Ich bin kein Mörder. Absolute Kontrolle. Alles bestimmen, alles kontrollieren. Ist es das, was du willst? Thank you.
Was machst du denn hier? Geh bitte sofort aus meinem Bett. Kai, ich muss mit dir reden. Hättest du nicht vorher anrufen können? Das hier ist meine Wohnung und ich kann kommen und gehen, wann ich will. Sag mal, was soll denn das? Wir müssen reden. Über deinen Vater. Ich will jetzt aber nicht reden. Ich will dir aber was sagen. Wir hatten ausgemacht, dass ich die nächsten 4 Wochen hier alleine bin. Wieso hältst du dich nicht daran? Wieso bestimmst du immer die Regeln? Kai, es tut mir leid, aber ich will jetzt nicht. Verstehst du es nicht? Ich habe Besuch. Okay, lass uns telefonieren, ja? Wo warst du? Weißt du, was los ist? Wo ist das Problem? Sie konnten Reini nichts anhängen. Dieses blöde Schloss in seinem Auto ist kaputt. Da kann jeder was reingelegt haben. Es kann nicht jeder gewesen sein, weil außer dir niemand was wusste. Du bist doch danach ins Haus zurück und hast die Schränke durchwühlt. Du willst einen Raubmord vortäuschen und hast uns die Sachen untergejubelt. Du warst das! Meinst du, ja? Wenn du uns reinlegst, bist du auch dran. Das ist dir doch klar. Warum sollte ich das tun? Hier. Kleine Anzahlung. Anzahlung? Du tickst wohl nicht richtig. Ich kann nicht so viel abheben, dann fällt's auf. Und jetzt beruhig dich. Ich müsste dringend Herrn Professor Wollenberg sprechen. Auf einem Kongress. Kann ich ihn irgendwie erreichen? Na, nächste Woche ist mir zu spät. Ich bräuchte eine Auskunft über einen Patienten. Ich bin eine Kollegin. Klar geht das nur persönlich. Gut, vielen Dank. Wiederhören. Mach auf!
Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Alex ist nicht tot. Er ist nicht tot. Wir waren ja immer für ihn da. Doris, unser Junge ist tot. Zu keinem Menschen ein Wort. Verstehst du? Hast du verstanden? Du sprichst mit niemandem. Bitte. Du bist an allem schuld. Du hast uns alle betrogen. Darf ich? Woher wusstest du, dass ich zurückkomme? Ich habe bei Kai angerufen. War das dein Therapeut auf dem Anruf beantwortet? Kannst du mir nicht helfen? Nein, das kann ich nicht. Denkst du noch zu oft an mich? Was ist los mit dir? Was soll los sein? Deine Diagnose steht doch. Ich hoffe nur, du irrst dich nicht, weil das passiert dir ja öfter in letzter Zeit. Warum hast du es Kai eigentlich nicht erzählt? Ich meine, dass Robert ihr richtiger Vater ist und nicht der Typ, den du geheiratet hast. Woher weißt du das? Von deinen Einbrüchen in meinem Haus hast du rumgeschnüffelt? Misch dich nicht in mein Leben ein. Wann hat Kai dich zum letzten Mal umarmt? Als sie 5 war? Du nennst das bestimmt Selbstständigkeit, oder? Tag, Luisa! Hast du schon gehört? Alex ist tot. Soll ich dich mitnehmen? Der Hund. Was hast du mit dem Hund gemacht? Na, vergraben. Ohne mir was zu sagen? Puh, trinkst du wieder? Wo hast du ihn vergraben? Im Garten oder wo? Marc, warum ist der Hund ausgerechnet an dem Tag, als der Mord passierte, verunglückt, sodass deine Mutter gar nicht mehr wegfahren wollte? Luisa, du fantasierst. Wir haben ausgemacht, ich vergrab den Hund, sobald der Boden nicht mehr gefroren ist. Und als du weg warst, wurde es wärmer. Du hast es einfach noch nicht geschafft, dich umzubringen. Vielleicht hast du deine Taktik geändert, ja? Um aus dem Gefängnis frei zu sein für das Leben? Nein. Warum sollte ein Selbstmörder dann zum Mörder werden? Erwarteter Selbstmord. Wen würde er mitnehmen? Alle, die in Beziehung zu ihm stehen. Seine Eltern. Seine Freunde.
Seine Geliebte auch. Das ist doch Quatsch. Wenn das so wäre, wie du sagst, dann würde ich zum Schluss wieder allein dastehen. Luisa. Luisa, bitte. Ist er mein Nachfolger? Für was haltet ihr mein Haus eigentlich? Ihr könnt doch nicht jeder rein und raus, wie er will! Die Tür war offen. Es tut mir so leid mit deinem Jungen. Es tut mir so leid. Geh jetzt bitte. Zwischen dir und Marc. Du hattest recht. Er könnte es gewesen sein. Das habe ich bei Alex gefunden. Bereine die Kamera mit dem Film, bei Alex das Geld. Alex und Reini sind ganz normale Jungs. Sie sind scharf auf Drogen und saufen alles, was ihnen unter die Finger kommt. Aber sowas wie das neulich, das hat in ihrem Kopf keinen Platz. Von Hutter habe ich erfahren, dass Richard Stettner sich von seiner Frau trennen wollte. Er hat eine Freundin in Hamburg, die schwanger ist. Wenn Marc das erfahren hat, dann könnte er Angst haben, dass das neue Kind alles das bekommt, was er nie bekommen hat von seinem Vater. Das wäre ein Grund. Ein Grund für was? Sich umzubringen. Er hatte schon dreimal versucht und diesmal will er schaffen. Und er nimmt alle mit ihm nahestehen. Seine Eltern. Alex. Sag dem Kommissar Bescheid. Ich kann nicht, Luisa. Ich hab jetzt nur noch Reini. Und wenn ich recht habe, Lebensmittel sind feige, aber gefährlich. Ich kann meinen Jungen nicht hängen lassen. Dann musst du auf ihn aufpassen. Und auf dich. Gefahren. Wohin? Ich weiß nicht. Was ist mit ihm? Reini, darf nichts passieren. Sprich mir das. Bitte, wenigstens das.
Reini, wir müssen jetzt zusammenhalten. Was glaubst du, was dein Vater mit dir macht, wenn er Bescheid weiß? Weißt du das hier mit dem Unfall? Komm hier, nimm das Geld noch ab damit. Ich kann nicht. Wo soll ich denn hin ohne den Alex? Ja, irgendwohin, egal, aber weg von hier. Reini, du musst abhauen. Moin. Moin. Robert ist am Ende. Grausam sein, das Schicksal. Robert hätte damals auch gleich weggehen sollen. Hat's nicht geschafft, das Weichei. Doris hat das immer gewusst. Wolltest du das Haus deiner Eltern nicht auch verkaufen nach ihrem Tod? Aber die Insel lässt einen nicht los. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Angst, Robert. Ich auch.
Doris weiß alles. Was hast du denn gedacht? Lass mich hier raus, ich will sterben. Ich bin der Vater von zwei Mördern. Ich halte das nicht aus. Robert. Es ist zu spät, merkst du das nicht? Er hat alles geplant. Er hat uns fertig gemacht. Mal sehen, wen er als Nächsten umbringt. Dich. Hör auf, hör auf. Denkst du wirklich, meine Jungs haben es nur wegen dem Geld gemacht? Denkst du das wirklich? Diese Kinder sind verrückt, verstehst du? Vielleicht hat das was mit der Insel zu tun. Es ist, als ob sie was Böses in sich haben. Wegen uns. Ich bin schuld. Du bist betrunken. Geh nach Hause, Robert. Wir hätten sie schützen müssen, unsere Kinder. Aber ich habe keine Kinder mehr. Du hast eine Tochter. Ich war schwanger, als du Doris geheiratet hast. Hallo? Ja, hier ist Kai. Wer ist denn da? Wie, mein Vater? Über meinen richtigen Vater? Zu meiner Mutter ist was passiert? Hallo, sind Sie noch dran? Hallo? Sie wussten alles. Sie wussten, dass es ihre Jungs waren. Irgendwo verstehe ich sie, aber sie hätten es uns sagen müssen. Tja, kann sie nicht suspendieren, aber ich muss es weitergeben. Max Stettner steckt dahinter. Vermutlich hat er ihnen Geld versprochen, damit sie endlich wegkommen von hier. Die Fahndung ist bereits eingeleitet. Wenn er noch auf der Insel ist, dann finden wir ihn morgen bei Tag. Wiedersehen. Allein sein. Geh bitte. Es tut mir so leid. Alles. Das waren doch unsere Kinder. Wir haben sie doch geliebt. Aber wir haben nicht zusammengehört. Wir hätten ehrlich sein sollen.
Jo. Kais kleines Versteck von früher? Da liegt alles. Da liegt alles. Hattest du das von Anfang an vor? Ging es dir darum, dass ich dich... Hilf mir, oder ich töte dich. Ich kann dir nicht abnehmen, wozu du zu feige bist. Ich kann dich nicht töten, Mark! Du, Marc, du hast sie doch mal geliebt. Warum? Warum tust du das alles? Sag mir einen einzigen Grund, warum? Ich weiß nicht, ob es einen Grund gibt. Ja, ich habe sie alle geliebt. Alle. Meine Eltern. Alex. Reini. Dich. Luisa, du weißt, dass ich das kann. Also bitte hilf mir. Ich kann es nicht.